Set School ist eine Schule, die ein eigenwilliges, eigenständiges Lernkonzept verfolgt, nämlich die Selbstständigkeit in medialen Berufen schon in der Ausbildung zu fördern, indem wir eine semi-virtuelle Ausbildung anbieten. Semi-virtuell muss man sich so vorstellen, es gibt eine Moodle-Plattform, ähnlich wie auf der Uni, wo man die Stoffinhalte Monat für Monat freigeschalten bekommt. Und parallel dazu gibt es alle zwei Monate sogenannte Präsenzphasen, aber auch, kann man auch Blog-Seminar nennen, wo in drei Tagen immer am Wochenende der Stoff von Dozenten vermittelt wird, und zwar nicht von normalen Schuldozenten, sondern das sind Leute aus der Praxis, also eigentlich lauter Profis, die mit großen Namen verbunden sind. Das heißt, die erzählen aus der Praxis, wie es geht im Job. Die Kurse dauern ein Jahr, nonstop, 12 Monate am Stück. Man muss eine Zwischenprüfung machen am Ende des ersten Semesters und man muss eine Abschlussprüfung am Ende des zweiten Semesters machen. Da kann man eine bestimmte Anzahl von CTPs erreichen. Und man muss pro Semester zwei Projekte machen und eine Studienarbeit. Das heißt in Summe 4 Projekte und 4 Studienarbeiten. Das fließt zusammen mit den Prüfungen, also mit den Zwischen- und den Abschlussprüfungen, in die Abschlussnote ein. Das heißt, man erreicht eine bestimmte Prozentzahl von 100. Wir sagen, also das ist eben das Konzept der SET, das Geld sparst du dir, gibst das aus für dein Equipment, also jetzt eine Kamera, ein Tonstudio, ein Computer, ein Audiointerface, ein Mikrofon, ein Mischpult, was auch immer, und lernst vor allem gleich selbstständig zu arbeiten. Ich bin schon das 4. Jahr jetzt auf der BEST und finde das eine der besten, also der Name hat schon was, ist eine der besten Messen und eine der besten Möglichkeiten, sich auszustellen als Ausbilder, Bildner, und hat natürlich große Konkurrenz hier, aber wir haben jedes Jahr, und wir werden auch immer besser, weil wir auch immer mehr wissen, was die Leute wirklich von uns wollen, und erhoffen uns natürlich eine Vielzahl von neuen Studenten.